Servus miteinander. Diesmal ist für mich nach Saalbach gegangen. Mal ganz was anderes im Gegensatz zum Großkopf. Es ist ja für mich das erste Mal gewesen, dass ich im Gebirg biken will. Auf der ersten haben wir uns den Panoramatrail angeschaut. Leider war es zu Beginn noch ziemlich neblig. Warm waren wir auch noch nicht richtig. Das hat sich ja ziemlich bemerkbar gemacht beim Fahren. Aber das wird es gleich selber sehen. Das war ein bisschen chaotisch, das Ganze. Es ist natürlich auf die letzte Tasse immer besser geworden. Normalerweise, wenn wir im Gaskopf haben, dann habe ich den Fall eigentlich nicht, dass ich kalt den Trail starten muss, weil wir mir immer einen Uphill-Flow benutzen. Und das haben wir da leider nicht gehabt mit den Gondeln und deswegen ist das Ganze ein wenig ruppiger losgegangen. Ja, Gogel wieder vergessen. Es war halt wirklich schon so, dass wir mir Probleme gehabt haben, dass wir einfach nur auf der Strecke bleiben. Von einer Linienwahl kann man eigentlich da noch gar nicht sprechen. Das war einfach nur Hick-Hack irgendwie runtergekommen. Wenn wir dann auch noch bis jetzt zum Verhängnis waren, ist es natürlich. Es ist zumindest nichts passiert. Aber Leute, wenn sie auch gedacht haben, was ist denn das hier auf uns wurscht. Es war halt dann wirklich so, dass es überhaupt nichts hingehauen hat, wo es hinhauen soll. Und dann haben wir uns erst einmal dazu entschlossen, dass wir einmal eine halbe trinken und dann die Sachen einmal angehen. Und das hat er dann richtig gut hingehauen. Und jetzt los einmal noch mit dem ganzen Run vom Panoramatrail in Ruhe anschauen. Viel Spaß.
Das Ganze hat auf alle Fälle verdammt viel Spaß gemacht in Solbach und leider war ich ein richtig großer Amateur und mir ist der Cupra auch klar geworden. Jetzt habe ich leider nur Panoramatrail drauf und Blue Line, von der wird ein separates Video kommen. Wir waren auch noch auf der Z-Line unterwegs, die hat mega Spaß gemacht. Aber leider ist mir da der Akku ausgegangen, das stinkt mir schon gescheit, muss ich sagen. Aber ich will definitiv wieder reinkommen. Spätestens im August geht es wieder nach Saalbach rein. Dann wird er auf alle Fälle bei mir kommen. Auf alle Fälle einen sakrischen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vielleicht ein kostenloses Abo da lassen, das wäre narrisch frei. Und es wird auf alle Fälle noch mehr kommen. Macht's gut, bis dahin. Servus.